Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe vom Rathaus. Dann schauen wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Denn irgendwie verlassen sich immer alle auf mich, dass ich den Weg da weiß, beziehungsweise ich den Weg vorgebe. Aber ich kenne mich ja hier null aus, Tess. Also, brauchen wir eventuell wieder einen Container? Ja, ich denke schon, oder? Ansonsten, die Tür ist ja zu. Ja, okay. Dann nehmen wir doch mal den Container mit. Und schieben den einfach mal an das Tor oder an die Türe. Jetzt geh mir aus der Sicht. Ellie, verschwinde. Hallo? So wird es natürlich nichts, wenn die da die ganze Zeit rumsteht. Und Tess ist mir jetzt auch wirklich keine Hilfe gerade. So, jetzt geht mal da weg. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Geht's weg? Ja, verschwindet's. Verschwindet's, ja. Ja, also, geht doch. Also dann. Hoch und rüber. Ab nach oben. Sieht hier wirklich wieder alles so kaputt aus. Also ob wir da unten sicher sind, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Na also. Ja, also. Geht doch. Er sagt mal also und ich sag ja also. Also Endspurt. Wirklich alles total apokalyptische Zustände. Wirklich krank. Nur, dass es klar ist, ich kann nicht schwimmen. Ist mir wurscht. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Ja, hier muss niemand schwimmen. Hier muss keiner schwimmen. Dass Marlene euch gefunden hat. Aber ziemlich hohes Wasser. Wo kommt denn das her? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich glaube, die Kanalisation ist einfach überschwemmt. Ja, oder irgendwie sowas. Also Joel, dann hilft doch der kleinen Ellie. Sind die Hosen eigentlich jetzt nass? Ja, doch. Immerhin etwas. Also, jetzt sind wir beim Rathaus. Und jetzt? Wahrscheinlich sind da drin wieder Clicker und Runner. Und dann geht's wieder richtig ab. Schauen wir mal. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Warten. Was machst du da, Tess? Gott. Auf einen anderen. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Dass keiner auf mich versucht. Hört. Wahnsinn. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, dann bleib da. Ich gehe. Hier ist Endstation. Genau. Was? Ich gehe. Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Was? Joel. WTF? Wieso? Was denn? Ich wollte nicht. Zeig es mir! Tja. Oh Gott. Super. Ups, was? Großartig. Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey. Ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Na großartig. Wer kommt jetzt wieder? Militär? Oh nein, Militär! Mist! Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach! Dass Frauen immer so stur sein müssen, ist doch verrückt. Ja gut, aber was will er machen? Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Immerhin haben wir jetzt eine neue Tochter. Also Ellie in dem Fall. Weil unsere Tochter ist ja leider erschossen worden. Und Tess wird natürlich auch erschossen. Aber ich würde mich ehrlich gesagt auch erschießen lassen. Bevor ich mich in so einen Scheißdreck verwandle. Ganz ehrlich. Okay. Gut.
tun? Ja, mein Stopp. Gott. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst dicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Ja, dann komm, Attacke. Weg hier. Komm schon, beweg dich vielleicht mal ein bisschen, Ellie. Ellie hat wirklich die Ruhe weg. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ja genau, ich wollte mal meine Waffe herausziehen. Einfach weiter. Damit wir im Notfall gesichert sind. Soll ich mal lauschen? Ob es irgendwas gibt? Nee, okay. Ja gut. Okay. Mist. Duck dich, Ellie. Oh mein Gott. Tess. Meine Fresse. Wir müssen hier abhauen. Wir müssen hier abhauen. Komm, Ellie. Bevor das Militär uns wieder findet. Ja, dann beweg dich. Komm. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wo? Wohin? Da. Da gibt's noch was, da gibt's noch was. Ich will es mitnehmen. Ich will es mitnehmen. Danke. Wir müssen weg. Ja, wir gehen doch weg. Spring. Gut, sehr schön. Komm, Ellie. Runter mit dir. Ja, dass das Militär jetzt schon so schnell ist, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Oh, da gibt's eine geile Waffe. Hahaha. Geil. Somit können wir auch endlich irgendwelche Soldaten oder Runner wegsnipern. Jagdgewehr. Oh nein. Oh Mist. Was machen wir? Tja. Joel? Ich hab es. Und was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwo hier... Ja, toll. Wenn ich nach rechts gehe, sehen sie mich. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, was hast du drauf? Ach, Scheiße! Nein! Das gibt's doch nicht! Das nicht. Stirb! Stirb! Alter, bam! Oh, Mist! Ja, toll. Was auch Mist? Wo ist er denn? Da vorne. Oh Gott. Sichert die Treppe. Wir kriegen sie schon. Oh mein Gott. Soll ich die jetzt alle abknallen? Nein. Oh Gott, ey. Wie lange das drauf, bis das nachladet? Das schaffen wir nie hier raus. Wo ist er denn? Der ist doch da noch, oder? Ah, da vorne. Okay. Wo sind denn... Ach, da ist er schon. Da ist er schon. Soll ich ihn packen? Oder soll ich ihn erschießen? Schieß ihn. Gut. Hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten. Doch, die kommen auch von hinten, aber irgendwie geht das nicht. Oh mein Gott. Nein, ach, komm schon! Lebt er noch? Der lebt noch? Dein Ernst? Ja, klar, also. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Weg hier! Ja, als ob, hey. Ach, Mann! Wie soll ich denn da durchkommen? Ja, soll ich sie lieber nicht mit einer Waffe attackieren? Wie kommen wir am besten hier raus? Also nach rechts wäre ein bisschen blöd, wenn wir gehen würden, oder? Ich weiß es eben nicht. Keine Ahnung. Stirb! Stirb! Komm schon! Verreck! Gut. Okay. Einer wäre schon mal ausgeschaltet. Da vorne ist noch einer, aber den kriege ich nicht. Ich glaube, so schnell kann ich nicht schleichen.
dass ich ihn nicht bekomme. Sonst noch irgendjemand da? Oder hinten? Da vorne sind, glaube ich, zwei. Ja gut, irgendwie muss ich ja an einen rankommen. Irgendwie. Boah, die Musik wird schon richtig creepy, hey. So, da ist noch einer. Kommst du zu mir, bitte? Möglich. Boah, der beschimpft mich voll. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ja, jetzt komm her, komm. Ja. Und was geht's? Wir können ja gar nichts machen eigentlich. Wir sind richtig gefangen, wie Ratten. Der da vorne, der wird mich sehen, der da. Wo ist denn der eine jetzt? Aber ich komme da nicht vorbei. So, der wäre weg. Aber der eine wird mich halt sehen. Langsam. Langsam, boah. Eddie, was machst du da für einen Scheiß? Ich hasse solche unlösbaren Rätsel. Ich mag das überhaupt nicht. Okay, aber wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich kann ja jetzt hier nicht ewig sitzen. Das kann ich nicht. So, nimm mir mal das Gewehr. Ja gut, ich muss sie ja abballern. Denn ansonsten komme ich nicht weiter. Aber ich muss den als erstes treffen. Aber so weit sehe ich nicht. So weit sehe ich nicht. Okay, ja gut. Bisschen überfragt gerade. Aber ich will auch jetzt nicht wieder sterben. Wo ist er denn jetzt? Aber wieso sind die so schnell hier reingekommen? Ich verstehe das auch nicht. Die waren doch gerade erst unten und dann sind die schon wieder hier. Wahnsinn, oder? Aber der da vorne, der stresst mich. Aber ich kann ihn nicht töten. Na gut, du willst also die harte Tour. Ja, will ich. Dann komm doch her, mein Freund. Irgendjemand, der Stress will? Nein? Ja, dann bin ich jetzt echt überfragt. Habe ich nicht irgendwelche Granaten oder so? Das wäre doch mal eine geile Sache. Aber ich kann doch ein paar Cocktails machen, oder? Ja. Okay. Schnell! Was schnell? Ja, wenn sich da irgendjemand mal zeigen wird. Ach da. So, komm her. Ich glaube, den tue ich jetzt erschießen. Bei den anderen muss ich halt eben aufpassen. Gut. Das war ein richtiger geiler Kopfschuss. Ja, jetzt muss ich nur noch die anderen erwischen. Das wird natürlich nicht so einfach. So, da vorne nähert sich einer. Aber den treffe ich nicht. Da ist noch einer. Ja, ich sehe euch schon. Ich sehe euch schon. Ich bin nicht blind. Hä? Wo ist der andere jetzt eigentlich? Einer ist jetzt rübergerannt. Lausch mal. Was ist los, Mann? Nein, 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 komm schon, schlag ihn! Schlag ihn! Bring ihn um, bring ihn um! Gut. Okay. Zweiter wäre erledigt. Ich glaube, der steht auch nicht mehr auf. Wo ist jetzt der eine? Einer fehlt noch. Wo ist er denn? Bam! So. Müssten, glaube ich, alle gewesen sein, oder? Ja, waren alle. Perfekt. Ja, also geht doch.
Aber der eine Kopfschuss war schon mega genial, oder? Also da müsst ihr mir recht geben. Da ist eine Flasche. Okay, brauche ich die? Bleib bei mir. Na los. Aber das Ding ist riesig. Gehen wir mal hier lang. Ah, da gibt's wieder was zum Aufsammeln. Gut, nehmen wir mit. Ich glaube, man hätte sie auch so ausschalten können. Also bin ich mir fast sicher, irgendwie mit Schleichen und Lauschen wäre da bestimmt irgendwas gegangen, aber das war mir jetzt einfach zu langweilig. So. Ja gut, wir müssen hier irgendwie raus. Ah, ein Stock. Geil. Geil. Hahaha. Hab ich jetzt nur noch eine Kugel? Ja, habe ich. Ich glaube, ich sollte ja lieber eine andere Waffe nehmen. So, sollen wir jetzt da runterjumpen? Euer Ernst? Ein bisschen verstörerisch aus, aber gut. Schaffst du's? Ja. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ja, es kommen bestimmt noch ein paar. Oder? Ja, da vorne sind noch ganz viele. Okay. Und ob das so einfach wird? I don't think so. Können wir lauschen? Ja, ein ganz schwaches Signal. Ganz schwaches Signal. Und da geht's auch schon wieder los. Oh Gott. Aber den anderen müssen wir noch erwischen. Wo ist er denn? Da vorne. Ja, perfekt. Perfekt. Okay. So, gibt's da draußen noch irgendjemand? Ja, direkt hier. Ja, komm schon rein. Dein Ernst? Dein Ernst? Bam! Nein, komm! Komm, schlag ihn tot! Und komm schon! Komm schon! Komm! Bam! Genau. Gut. Ich brauche ein Medipack. Ganz dringend. So, verbind dich erstmal, Joel. Waren das jetzt alle? Kann doch gar nicht gewesen sein, oder? So, 4 Stück haben wir auf jeden Fall beseitigt. Okay. Aber dass einer plötzlich hinter mir aufkreuzt, oder? Ist doch schon fast lächerlich. Also wirklich. Also sowas hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nein, da vorne sind noch welche. Okay. Zwei. Da drüben ist keiner mehr. Aber wie kriege ich denn die zu Fall? Muss ich überlegen. Ja, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Toll. Was für ein geiles Schleichater jetzt. Okay, okay. Aber die kommen hier nicht rein. Also die warten da alle draußen. Da hinten ist aber niemand mehr, oder? Nee. Ich muss da irgendwie reinkommen, ohne dass die mich sehen. Aber wie zum Teufel? Ja gut, da drin ist es recht dunkel. Da drin ist es recht dunkel. Also ich habe eigentlich schon eine gute Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen. Wenn es eben 2 Stück sind, wird es nicht so einfach. Zumal keiner nähert sich hier dem Ausgang. Was hat denn der da in der Hand? Eine Granate? Oder eine Waffe. Ja gut, selbst wenn ich den erwischen würde, der andere würde mich doch sehen. Oder kommt der jetzt? Wenn er jetzt kommen würde, wäre das natürlich geil, aber der will nicht. Und da kommt der nächste.
Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, verschieben wir das auf den nächsten Part. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und unbedingt weiter dranbleiben. Ihr wisst Bescheid. Also bis zum nächsten Mal und ciao.